Ja, willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, das mich beschäftigt, weil ich irgendwie gestern konnte ich nicht schlafen, weil genau dieser Problematik oder diesem Bedürfnis. Und ja, ich möchte mit euch über den unbedingten Wissen, unbedingten, oder unbedingt, ach egal, auf jeden Fall den absoluten Wissensdrang reden. Also ich gehöre zu den Menschen, ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem Asperger liegt oder ob es an meinem Naturell liegt, aber ich bin total wissensdurstig. Ich will immer alles wissen. Ich will am liebsten alles in Erfahrung bringen. Und wenn sich mir irgendeine Frage im Kopf stellt, kann es passieren, dass ich, wenn es sein muss, stundenlang im Internet irgendwelche Antworten suche, ich Leute befrage oder irgend sowas, nur um irgendwie eine Antwort zu kriegen. Also, das ist dann auch so, dass ich nicht schlafen kann, wenn ich nicht sicher weiß. Zum Beispielsweise gestern ist mir mein jetzt insgesamt dritter Computer leider abgestürzt und ich habe dann Sorge gehabt, dass meine Daten alle weg sind. Dann habe ich mich halt entschieden, alles auf dem Mac zu tun. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich einen Datenordner, wirklich, es ist ein Datenordner, in dem ein einziges, ein Lied drin ist, nämlich Beethovens für Elise. Und ohne dieses Lied kann ich nicht schlafen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn jetzt der Computer morgen abstürzt, komplett, und ich gar nicht mehr rankomme, was wenn dann und was wenn ich es jetzt vergessen habe, auf die Festplatte zu tun? Und dann habe ich mir erstmal vorgenommen, jetzt, naja, sei es drum. Dann ist es halt nicht da und du kannst ja auch noch morgen gucken. 10 Minuten später, ich kann es immer noch morgen gucken. Dann noch mal eine halbe Stunde später. Also ich kann es morgen gucken. Ich kann es morgen gucken, wirklich. Ich könnte jetzt auch schlafen. Ich schlafe jetzt einfach. Ich schlafe, mir geht's gut. Ich schlafe jetzt. Ja. 25 Minuten später bin ich an meinem Computer gesessen, um festzustellen, ob dieses Lied jetzt auf meiner Festplatte ist oder nicht. Und ich konnte wirklich nicht ein Auge zumachen, bevor ich mir nicht zu 100% sicher war, dass es da ist, dass es dort ist, wo ich es vermute, oder eben, dass es genau jetzt dort verfügbar ist. Und als ich dann eh schon vorm Computer gesessen bin, habe ich dann noch so, ich mir so, bin ich ins Grübeln gekommen. Einfach so dieses, es war Nacht, mir war langweilig und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich könnte jetzt noch einen Schluck trinken. Dann habe ich auch gedacht, dann muss ich ja eigentlich wieder pinkeln gehen. Und dann bin ich auf die Frage gekommen, wegen der ich euch jetzt dieses Thema näherbringe. Haben eigentlich Frauen größere Blasen als Männer? Oder ist die Blase von einem Mann größer als die von einer Frau? Also wer muss öfters pinkeln gehen? Und jetzt sitze ich hier seit ungefähr 14 Uhr oder so um den Dreh rum und grübel seitdem in einer Endlosschleife drüber nach und habe auch schon sehr viel im Internet recherchiert, wie es denn jetzt ist mit dem Ergebnis, dass ich immer noch kein Ergebnis habe. Also ich kann euch dazu nichts sagen. ich habe mir dann auch überlegt, ob ich Bekannte frage, also männliche sowie weibliche, nach solchen Fragen wie, wie oft gehst du eigentlich zur Toilette, so durchschnittlich, und wie viel trinkst du im Vergleich? Aber dann habe ich mir gedacht, irgendwie so, ich kann diese Fragen ja eigentlich nicht stellen. Ich würd's wirklich gerne wissen, aber naja, ich weiß nicht, kann man so Fragen stellen? Also muss ich meine Mutter nachher mal fragen, ob das geht oder eher nicht. Ja, aber dadurch ist mir einfach mal wieder eingefallen, was für einen extremen Wissensdurst ich habe, dass ich immer am liebsten alles wissen möchte, dass ich am liebsten jede Frage abgeklärt haben möchte, dass ich am liebsten zu jeder Frage eine Antwort gerne wissen würde. Klar, ich habe schon so ein paar Themen, in denen ich mich wohler fühle, in Themen, in denen ich mich nicht so wohl fühle. Also ich würde mich niemals dafür interessieren, ehrlich gesagt, um die Gesundheit anderer. Gott, es tut mir leid. Aber ich bin nicht so an anderen Menschen interessiert, aber was mich interessieren würde, wäre wiederum, wenn der eine interessante Krankheit hat, was es denn für eine ist, welche Symptomatik hat die und sowas. Und ja, das sind so Sachen, die mich dann einfach immer schon früher total interessiert haben. Ich habe schon als Kind immer sehr viele Fragen gestellt, weil mir hat mal meine Mutter erzählt, als ich klein war,
Man sollte nicht immer nur Fragen zu einem Thema stellen, weil sonst wird man einfach zu spezifisch auf dieses Thema und kann zu anderem nichts erzählen, sondern man sollte sich immer für mehrere Themen interessieren, damit man mit vielen Leuten reden kann und viele Leute einem was zu erzählen haben und viel Interessantes erfährt. Und ja, das habe ich so gemacht. Und mal abgesehen davon, dass ich nicht mit anderen Leuten viel rede, hat es bisher wirklich sehr gut funktioniert. Also klar, ich habe so Zeiten, in denen interessiere ich mich einfach spezifisch jetzt mal, sagen wir mal, nur für Computerzeug. Dann interessiert mich halt einfach wirklich gerade nur Computerzeug. Dann habe ich so Zeiten, in denen will ich alles übers Backen wieder mal lernen. Und dann interessiere ich mich einfach nur für Backen. Dann habe ich so Zeiten, wo ich einfach mich für Tiere interessiere. Dann will ich alles Mögliche über die Tierwelt erfahren. Dann ist es wieder eine Weile Zeit, wo ich mich für die Anatomie interessiere und so weiter. Klar, ich habe so Zeiten, wo ich mich einfach nur für eine Sache interessiere und diese eine Sache dann alles andere in Anführungszeichen überwiegt oder überschattet. Aber meistens freue ich mich auch, wenn ich einfach von jemandem anders etwas Neues lernen kann, etwas anderes lernen kann oder einfach jemand anders mir was erzählt, was ich bis dato noch gar nicht gewusst habe. Das ist eigentlich immer das Schönste. Etwas Neues zu lernen, finde ich den besten Start in den Tag, die beste Sache am Tag. Weil ich bin der Ansicht, man wacht ja jeden Tag auf und lernt irgendeine Kleinigkeit, die man davor noch nicht gewusst hat, irgendwas entdeckt, was man früher noch nicht entdeckt hat. Und ja, also jetzt eine Sache, die jetzt vielleicht nicht die viele jetzt wahrscheinlich kennen, aber die mich gestern sehr verwundert hat, war, Kleidung wird schnell trocknen. Schneller trocken, wenn man sie auf die Heizung legt. Ich habe mich gestern etwas nass gemacht und dann ist die Kleidung nicht schnell getrocknet, aber es war mein Nachthemd und ich wollte ins Bett und dann habe ich es auf die Heizung gelegt und dann war es eigentlich auch schon sehr bald wieder trocken und ja, das hat mich dann begeistert. Es sind manchmal die Kleinigkeiten, solche Sachen, wo viele einfach zu beobachten, dass es schneller geht, ist etwas anderes als es zu wissen. Manchmal ist auch einfach etwas zu erleben. Lehrreicher als etwas zu hören. Gut. Das zu diesem Thema. Ich wollte euch einfach mal darüber so mit euch ein bisschen reden. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Habt ihr auch diese Momente, wo ihr nachts nicht mehr schlafen könnt, weil euch irgendeine Frage total lang im Kopf rumschwirrt und ihr dann einfach nur wissen wollt, sowas wie: Wir hatten jetzt die größere Blase. Ich weiß es immer noch nicht. Ich werde weiter auf die Suche gehen und ich werde euch, wenn ihr möchtet, irgendwann bei Gelegenheit eine Antwort liefern. Ich könnte ja mal meinen Arzt fragen, meinen Hausarzt. Das wäre vielleicht mal die Lösung. Ja, gut. So bin ich jetzt auch mal auf eine Idee gekommen, eine neue Idee gekommen. Ich hoffe, dass euch mein Video, auch wenn ich viel von Blasen geredet habe, gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn nein, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten da lassen. Über ein Abo freue ich mich auch immer. Ihr könnt mir aber auch einfach gerne Fragen stellen, weil jede Frage, die ihr mir stellt, hilft mir, euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen. Oder auch, was in meinem Kopf vorgeht. Obwohl ich das oft selber nicht weiß. Also. Meine Expertin in Dingen, Elena, ist meine Mutter. Die ist da wirklich Expertin drin. Die hat, glaube ich, ein Diplom in Elenologie gemacht. Oh Gott, es tut mir leid. Falls ihr mir aber anders eine Frage stellen wollt, ich bin auch auf Twitter und auf Facebook, jeweils mit dem Namen Ella Bella Flor. Oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an diebell.readmy@outlook.com. Ich hoffe, dass wir uns bei meinem nächsten Video am Freitag wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Oh, ich hab